Also, da wäre ich wieder nach übelst langer Abwesenheit, aber ich lebe noch, so gerade eben. Ich hatte da nur irgendwie mal so eine Hausarbeit, wie immer, die ich noch zu Ende schreiben musste, wie immer. Ja, ich glaube, ich musste zu den tollen Gefährten hier gehen. Mein Computer war irgendwie die letzten Tage mal relativ ruhig, aber jetzt, wo ich das Spiel angeschmissen habe, rödelt er wieder voll rum. Krieg ich ja richtig schlechtes Gewissen, als wenn er hier leiden muss, wenn er für mich arbeitet. Yeah, Nebel Action. Oh, ja, du hast recht. So, hallo Farkas. Says that I have the strength of some people don't think I'm smart. Those people get my fist, but you, I like. Ich mag seine Einstellung. Another job well done. Your payment is secure. And you have my thanks. Also ich krieg Geld. Geil. Ich weiß zwar nicht mehr, was ich gemacht habe. Ach so, ich war in so einer Höhle, genau. Skior was looking for you earlier. Don't know. He just said he needed to talk to you before you do anything else. I don't like making him angry, but there is some work for you if you want it. Ja, kriegen wir hin. Proving Honor. Naja, ich als stolzer Orkkrieger habe natürlich mit Ehre nicht so das Problem. Deswegen werde ich natürlich hier meine Ehre beweisen. Ach, Nebel, Nebel, Nebel. So. Yep. Ja, dann werde ich ihn wohl wecken müssen. Es tut mir voll Hey, leid. Clark. You wanted to see me? I did. Your time, it seems, has come. Last week, a scholar came to us. He said he knew where we could find another fragment of Wuthrad. Wuthrad. He seemed a fool to me. But if he's right, the honor of the companions demand that we seek it out. Ja, wir There's sammeln a es fine mal line ein. Between respect and bootlicking, blood. But I like your spirit. We've decided this will be your trial. Sehr Do schön. Well, you'll be counted among the companions. Farkas will be your shield sibling on this venture, well. He'll answer any questions you have. Try not to disappoint. Or to get him killed. Okay. Also. Laufen wir hier wieder hoch? Ne, laufen wir gar nicht hoch. Er ist jetzt nämlich hier. Bam. So I'm told. Let's see if you impress. Ja, ich weiß gar nicht, was ich großartig. Ne, brauchen wir nicht. Don't delay, Shield Brother. Ja, jetzt meckern wir nicht rum. Ich weiß gar nicht, was er großartig erzählen könnte, sollte, müsste. Ich war mal irgendwie ja jetzt länger weg. Weil ich mir dachte, ich könnte eventuell auch mal was für die Uni machen. Es war eigentlich relativ unspektakulär. Jetzt habe ich ein schlechtes Referat gehalten und eine schlechte Hausarbeit fertig geschrieben, die ich Montag abgeben werde, obwohl ich weiß, dass sie schlecht ist. Aber sie musste gemacht werden. Ich finde es immer gruselig, wenn man Themen hat, mit denen man sich irgendwie voll nicht identifizieren kann. Naja. Es wäre schöner, wenn ich ein Thema hätte, über das ich mit Begeisterung reden könnte. Dann wäre es bestimmt auch viel cooler, davon zu erzählen. Na, 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 na. Nee, ich will das nicht aufknacken. Ich könnte mal gucken, wie viel Tragekapazität ich noch habe. Das ist nämlich nicht viel. Und dann sollte ich. Wie macht man denn das nochmal? Nein, nein. Nein. Oh, schön. Wir warten jetzt einfach mal. 3 Stunden lang. So, und hoffen... Ah, da ist die Ische. Und verkaufen ihr Kram, damit wir wieder Tragekapazität bekommen.
La 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 la. Vierzehn, acht, 29, 19, 15, dann werde ich wohl das Ding hier verkaufen. Obwohl das hier ist schwerer. Das wiegt alles nichts. Der wiegt aber was. Die können wir auch mal alle verkaufen. Schön. Don't forget to check inside the shop if you need anything. Ist natürlich dösig, jetzt bin ich irgendwie voll kein Gewicht losgeworden, aber egal. Oh, es gibt übrigens auch gute Nachrichten. Das Referat, das ich irgendwie gehalten habe, war nämlich in der letzten Semesterwoche, was so viel heißt, dass ich jetzt Semesterferien habe. Das heißt, ich werde euch jetzt wieder ganz exzessiv hier bespielen. Und auch mal wieder ein paar Videos machen, um mal diese komischen Grammatik-Lektionen abzuschließen. Irgendwie ist es ja so, dass ich schon... Wie weit muss ich eigentlich laufen? Ach so, das ist ja gleich um die Ecke. Grammatik-Lektion. Also ich habe schon vor 2 Wochen oder so, als ich das letzte Video hochgeladen habe, den neuen Satz an die Tafel geschrieben. Aber irgendwie mich noch nicht so aufraffen können, das Video mal fertig zu machen, weil entweder kam ich dann gerade von der Arbeit oder aus der Uni und war voll unmotiviert, oder ich bin morgens aufgestanden und war nicht angemessen bekleidet, oder... Ja, ich hasse dich, Wolf. Schön. Oder halt total siffig und ich habe keinen Bock, ein Video zu machen, wenn ich gerade total siffig bin. Kennt das ja wahrscheinlich auch, wenn ihr morgens aufsteht und dann irgendwie euch ein bisschen bläh fühlt. Ach ja, rennen wir mal. Ist das nicht dieser Berg, wo ich schon war? Kann ich da nicht Schnellreise nehmen? Nee. Ja, habe ich das mit einem anderen Berg verwechselt. Nur ein Fuchs und ein Elch. Lauf! Lauf! Noch ein Elch. Hier gibt es ja exzessiv viele Elche. Ist ja abartig. Und ein Mammut. Wo Mammuts sind, sind meistens auch... Fliegemammuts! Geil, ich habe einen Bug gefunden. Awesome. Und schwupp ist er wieder gelandet. Yay. Ja, ist ja unglaublich, ey. Kann man das nochmal sehen? Das ist ja awesome. Jetzt hier welche Flugzauber, die ich erlernen kann. Alleine das wäre mir das Falschskillen wert. Oh, oh, oh. Ich weiß nicht. Aber doch, ich weiß wieder, wie ich schleichen kann. Ja, genau. Hunting Bow of Chills, Imperial Bow. Ja, dann hat er mich halt detected, ist mir doch egal. Es ist ein Skeleton. Bam, Alter. Voll zersprätzelt. Der ist jetzt auch voll zersprätzelt. Ja, ich... Ach so, da steht er doch. Oh Gott, ich bin so verhaftet. Sehr schön. Sneak Damage. So muss das sein. Der wenigstens Gold dabei? Nein. Und
wo ist jetzt der andere hingefallen, den ich da erdingst habe? Lauf nicht hin und her, wenn ich dich abschießen will. Sehr schön. Was ist das? Egal. Der hat wenigstens Gold. Und sollte ich mitnehmen. Ja, was ich jetzt eigentlich suchen wollte, war der Eingang, der nicht fern sein sollte. Zumindest nicht sonderlich. Ich höre mal auf, rumzuschleichen. La 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 la. Bin ich jetzt etwa... Ich hab... Okay, es ist Farkas. Ich dachte schon sonst was. Gott, Alter. So, ja, genau. Es ist etwa so ein Loch, wo ich rein muss. Ist es. Na, jetzt bin ich wohl drinne. Grammatik. Apropos Grammatik, ich habe mir mal irgendwo so einen Zettel gemacht, wo ich aufgeschrieben habe, was ich alles besprechen möchte. Und schleich. Looks like someone's been digging here and recently. Ja. Tread lightly. Boah, das war einfach. Nee, R für alles. Yes! Das bringt mir auch voll viel, weil ich nämlich die ganze Zeit nur mit fetten Zweihandwaffen kämpfe. Naja, ist egal. Nein. That's all you got. So. Ja, auf jeden Fall habe ich auf diesem Zettel festgestellt, als ich ihn mal so kontrolliert habe, dass ich schon sehr viele Punkte abgearbeitet habe und dass wir mit dem Grammatikteil relativ kurz vorm Ende stehen. Was bedeutet, dass ich, wenn ich diesen Teil dann endlich mal nach über einem Jahr abgeschlossen haben werde, boah, geh mir aus dem Weg, Farkas! Ist ja unglaublich. Ja, das bedeutet, dass dann was anderes anfängt, aber ich habe mich noch nicht entschieden, was. Aber ich wollte ja auch mal inhaltliche Sachen machen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass ich dann doch in der Tat mal so wirklich klassische Referate über irgendwelche mir gerade spontan gefallenen Themen halten werde. Schwing. So. Ja, deine Mutter, Alter. Lauf da schon mal runter. Ich glaube, ich mache mal kurz Pause, weil mittlerweile ist es schon spät. Also dann, genau, erstmal speichern und bis gleich.